Grüß Gott, guten Abend, guten Tag. Ja, ich habe heute schon in der Früh angekündigt, dass Red Dead Redemption 2 bei mir auf meinem Kanal dieses Wochenende nicht stattfindet. Ja, der Grund ist, an und für sich liegt auf der Hand. Ich habe leider bedauerlicherweise heute um 3:26 Uhr von Amazon die Versandbestätigung bekommen. Allerdings bekomme ich es erst am Dienstag, den 30. Oktober. Das heißt also, ich habe das eigentlich am 24. September 2017, also vor mehr als einem Jahr, vorbestellt. Ja, und bedauerlicherweise, ja, kriege ich es erst leider Gottes erst am Dienstag, den 30. Oktober. Das heißt, 30. Oktober, also Dienstag, werde ich es erst erhalten. Und das heißt, für mich persönlich werde ich wahrscheinlich, habe ich in meinem Video heute in der Früh schon gesagt, höchstens am 1. einen kurzen Livestream machen auf meinem Zweitkanal, beziehungsweise dem nächsten Wochenende dann, dritte, vierte, dann eben diese 2 Tage dann voll mit euch dann spielen. Ich werde am 3. November dann einen sogenannten 12 Stunden oder vielleicht 6 Stunden Livestream machen. Vorgehabt habe ich es leider schon dieses Wochenende, weil es wären 3 wunderschöne Tage gewesen. Ich habe damit gerechnet, dass Amazon so schlau ist, dass das Ausliefern, wir am 19. Oktober, hat man es ja schon können von der Play Store, also aktivieren, zumindest runterladen. Das Spiel selber noch nicht spielen, aber runterladen hat man es schon können. Ich habe damit gerechnet, dass wir es so zwischen 22. und 24. bekommen. Also zwischen 22. und 24. hätte ich damit gerechnet, dass wir es kriegen. Aber wahrscheinlich hat Rockstar das auch noch nicht so freigeben für Amazon. Ja, es ist bedauerlich. Heute in der Früh habe ich dann eben die Meldung bekommen um 3 Uhr. 26, machen wir das ein bisschen größer. Machen wir das auf 150. Also da 3:26 Uhr, nicht, dass ich euch irgendwie jetzt verschaukle und sage jetzt, ja, jetzt wieder abwarten, wieder die anderen spielen und hin und her. Na, das brauche ich nicht, das habe ich nicht notwendig. Schau, Leute, ich habe das bestellt am 24. September. Da hat es nicht einmal noch das Cover gegeben und da hat es noch überhaupt nichts gegeben. Da war nur mal klar, mal, dass das kommt. Ja, irgendwann einmal. Oder war nicht einmal sicher, ob das heuer kommt oder ob es nächstes Jahr kommt, 2019 noch. Also ich habe das schon am 24. September 2017 bestellt. Also Freunde, da braucht man nicht mehr diskutieren. Ja. Es tut mir nur leid für meine Abonnenten, ja, die wahnsinnig viel schon angefragt haben. Aber ja, ich bin selber enttäuscht, ich bin selber belanggefressen, dass ich nicht spielen kann und zocken kann. Aber mein Gott, na, jetzt habe ich ein Jahr gewartet, jetzt kann ich die Portuganer warten. Also in dem Sinn, wie gesagt, es tut mir leid, wie gesagt, Amazon hat mir heute um 3:26 Uhr geschrieben. Lieferzeit, also Lieferzustellung ist der 30. Oktober. Da haben sie mir sogar schon das mit der Post geschickt, also die Sendenachricht, also Dienstag wird es kommen, das Ganze, und ja, ich werde dann postwendend dann, wie gesagt, einen kurzen Livestream machen am 1., weil unter der Woche ist ein bisschen blöd bei mir, da habe ich Nachtschicht. Mag sein, dass ich in der Nacht einsteige, ja,
vom 31. auf den 1. Aber das werde ich auch noch bekannt geben. Ja, beziehungsweise dann eben von 2. um 3. in der Nacht. Ich habe nächste Woche Nachmittagsschicht und die kann ein bisschen länger dauern, die kann bis 12 Uhr dauern. Und da bin ich ehrlich gesagt, Entschuldigung, nichts mehr heißt darauf, dass ich dann um 1, 2 in der Früh dann einen Livestream starte, weil das bringt dann nichts. Das. Warte, ich trinke noch schon was. Wie gesagt, es tut mir leid. Wirklich sorry, Leute. Aber was soll ich für umeinander reden? Es tut mir leid. Sorry, vergebt mir. Ja, dass es dieses Wochenende nichts wird. Wir werden sich aber dann intensivst mit diesem Spiel beschäftigen. Wir werden jeden Winkel absuchen. Ja, also jeden Winkel. Wir werden sich intensivst, ausführlich denn je beschäftigen bis Ende des Jahres und auch bis Mitte des nächsten Jahres. Ja, wird es nur Red Dead Redemption 2 hier geben. Ja, also wir werden uns wirklich jeden Ziegel anschauen. Ja, wir werden sich jede Entscheidung gründlichst anschauen. Ja, ich kann euch versprechen, dieses Spiel wird eine Lebensaufgabe werden. Das wird uns als längere Zeit beschäftigen. In dem Sinn kann ich euch leider nur ein schönes Wochenende wünschen. Ja. Kann sein, dass ich GTA spiele. Ja. GTA spiele, vielleicht GTA-Videos mache. Oder Tennis-Videos, mag sein, das weiß ich noch nicht. Oder vielleicht auch ein anderes Video. Ja, Leute, es ist halt ein Jammer, wenn man sich auf ein Spiel schon so wie ein kleines Kind freut und es kommt nicht daher. Aber so ist. Sorry, Leute. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Gut. Okay, wie gesagt, die böse sind, die angefressen sind, die glauben, ich bin kein Ehrenmann mehr. Ja, ich kann leider Reisende nicht aufhalten. Ich kann leider Reisende leider nicht aufhalten, wenn manche glauben, ich bin kein Ehrenmann mehr. Ja, ich kann leider Reisende nicht aufhalten. Bei den Abonnenten, wenn ich jetzt der Abo kriege, der Abo. Mehr als wie benachrichtigen kann ich euch nicht. Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt leider. Andere hätten wieder gesagt, ja, warum hast du das bei PlayStation Store nicht gekauft? Ja, es ist halt leider so, bei Amazon kann man das leider auch Rechnung zahlen, auf Rechnung zahlen, ja. Und man hat nicht immer gleich, man schwitzt nicht immer gleich 60 Euro oder 100 Euro raus. Ja, also 100 Euro oder 90 Euro, ja, also. Bei Amazon hast 20 Tage Zeit zum Zahlen. Und innerhalb von den 20 Tagen muss ich es halt zahlen. Bei PlayStation müsste es das gleich zahlen. Und man schwitzt heute nicht unbedingt 60 Euro raus. Ja? Oder 100 Euro. Aber wie gesagt, das ist Fakt. Gut. Ich rede schon wieder zu. 9 Minuten, ich schreibe schon wieder zu. Was soll ich machen? Gut, das ist ein Ergänzungsvideo von heute in der Früh. Gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, die Lau. Tschüssi. Ciao, ciao.